Nein, ich finde es viel super, dass jetzt irrsinnig viel Antworten und viel Sachen schon gekommen sind. Wir haben ja eine toll vorbereitete Liste, ne, wie für jedes Interview. Und ihr habt es jetzt quasi so im Solo aufgrund der ersten Frage, ja, wie war es voriges Jahr, was wird sich ein bisschen verändern, so sage ich einmal jetzt 90% dieser Liste schon abgearbeitet. Gell? Sind wir fertig, Was ich oder? ganz toll finde, sehr, sehr ehrlich und sehr offen und wie es halt wirklich ist. Und das ist wirklich wichtig, dass man das hört und dass man das auch sagt. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, dass man jetzt, das kann man nicht oft genug sagen in den paar Minuten, was wir da jetzt haben. Leidl kauft sich Kaltenbach, Karten geht's aufs Kaltenbach. Ich war, glaube ich, einmal nicht dort. Das war das einzige Kaltenbach, was ich bereit habe. Das, wo ich nicht dort war. Und das, was nicht ihr gemacht habt, aber das Jetzt hat sich kriegst jetzt du. Kaltenbach. Das hat nicht Kaltenbach Das geheißen. war ja kein Das war Kaltenbach, ja ganz eben. 2003, Fullfetzen. 2023, ja, mehr oder weniger, gell? Also so oder? irgendwie halt. Also Lieg nicht, es lieg geht nicht. 20 Jahre lang durch die Gegend. Nein, das ist ja, was er ausmacht und was ist. Dieses Familiäre, gell? Wo auch Leute sagen, die sind jetzt das erste Mal dort und die hören immer ja Kaltenbach, Kaltenbach, Alkenbach, wie es er liebevoll genannt wird. Jetzt nicht, dass die umsaufen muss, damit es ertragbar ist, sondern weil es so schön ist, trinkst du halt eins mehr. Und wo die dann auch sagen, die haben dieses familiäre Feeling, egal ob am Campingplatz oder vor der Bühne oder wurscht wo, was alle haben, was glaubt ihr jetzt von dem her, was ist, ich meine, man merkt, euch macht es noch Spaß, das hat man jetzt schon einmal rausgehört ein bisschen von dem her, weil es ist das Ganze auch in ein Lächeln und in ein Grinsen übergegangen. Was ist das, warum seid ihr dieses Familienfest und gleich dazu, damit ich dann die Frage auch noch habe, es sind auch vermehrt sehr viel ausländische Besucher jetzt in letzter Zeit auch dabei gewesen, von dem her. Was macht es für euch aus? Was glaubt ihr, ist dieses Rezept des KOA, dass die Familie Österreich und auch international dort ihr Wochenendparty macht? Willst du anfangen, Ronny, oder soll ich? Ich werde mal meine Eindrücke preisgeben, sagen wir so. Was uns aufgefallen ist letztes Jahr, bitte unterbrich mich, spiel, wenn ich falsch liege, aber wir hatten sehr viele junge Leute letztes Jahr, Ja. die auch zum ersten Mal zum Kaltenbach gekommen sind. Das ist uns wirklich aufgefallen, was eine richtig coole Geschichte ist, weil wir eigentlich schon Angst gehabt haben, ja, Dass wir wegsterben oder was? Die jahrelangen Kaltenbach-Besucher wegsterben möchte ich jetzt nicht sagen, aber dass sie einfach auch irgendwann einmal, dass sie dann schon zu anstrengend wird oder sonst irgendwas. Ja. Also der Trend letztes Jahr ist echt in eine gute Richtung gegangen, ja, mit echt jungen Leuten und so. Ja. War echt cool. Ich glaube halt, wir treffen Jahr für Jahr eigentlich immer eine recht gute Mischung aus Bands, sei es also im Extremsektor, sei es jetzt Black Metal, Thrash Metal, Death Metal, Grindcore, gepaart natürlich auch mit unseren, für das das Kaltenbach ja auch steht, mit österreichischen Bands, die eine Bühne bekommen. Ich glaube, das macht auch viel aus. Und ja, ich muss auch ehrlich gestehen, unser Preis-Leistungs-Verhältnis ist für die heutige Zeit immer noch gut, weil wo kriegst du Bier um, ich weiß jetzt nicht auswendig, 4,50 bis halbe ungefähr, irgend sowas, ich weiß jetzt nicht auswendig. Ja. Wenn du da andere Festivals oder irgendwo Konzerte oder irgendwas anschaust, ich meine, ich muss gestehen, ich war jetzt auch schon länger nicht, aber wie das Spiel, wie vorher schon einmal erwähnt hat, ja, du zahlst deine 6, 7 € für Bier mittlerweile, ja, und da sind wir noch in einem guten Rahmen. Wir müssen schauen, wie es heuer ausschauen wird, weil natürlich die Bierpreise wahrscheinlich wieder gestiegen sind. Aber wir bewegen uns trotzdem immer noch auf einem Niveau, wo du sagen kannst, es ist leistbar. Ja. Ich glaube, das macht natürlich auch viel aus. Ja. Und was die ausländischen Gäste betrifft, wir hatten ja aus Mexiko, bin ich mein, Wandi, gell? Sind immer wieder Leute kommen. Mit denen habe ich letztes Jahr geplaudert, ja. Da waren Mexikaner Genau, da. ja. Ja, viele nutzen es auch. Ich weiß von ein paar Freunden von mir, also die ich über die Jahre schon jetzt doch schon etwas mehr, wo ich im Business bin, kennengelernt habe. Ja, die machen teilweise auch so quasi die Europa-Festivals, eins nach dem anderen quasi. Ja. Die fangen mit Brutal Assault an, dann gehen sie zum Summer Breeze. Das war aber meistens am gleichen Wochenende. Heuer haben wir es ja leider ein bisschen schieben müssen, das Festival nach hinten.
dass quasi diese Festival-Hopper, ja, die auch immer wieder kommen. Heuer zum Beispiel kommt eine Freundin von mir aus Kanada. Die ist am Brutlesold, dann am Summer Breeze und fährt dann wohl zum Kaltenbach weiter. Ich glaube, dass wir da auch einige Leute abholen und natürlich auch aus der Umgebung, also aus den Nachbarländern, Kroatien, Slowenien, Italien, die haben es jetzt auch nicht unbedingt so weit, ja. Und ja, und ich glaube halt auch einfach die gemütliche Atmosphäre, ja. Eben, dass wir keine 20.000, 30.000, 50.000 Leute dort haben, sondern dass wir wirklich ein kleines, feines, kompaktes Festival mit einem guten Line-Up sind. Ja, ich glaube, das schätzen die Leute auch. Was ich auch denke, ist das, dass wir vielleicht beim Kaltenbach Open Air auch irgendwo Veranstalter zum Angreifen sind. Also wir haben, glaube ich, grundsätzlich eine relativ lockere Umgangsweise am Kaltenbach Open Air, die vielleicht auf andere Festivals so nicht möglich sind. Und wir bemühen uns auch wirklich, glaube ich, Fan-Nähe zu praktizieren. Ist das egal, ob das jetzt wirklich am Kaltenbach Open Air vor Ort ist. Mit uns kann man, glaube ich, egal ob das jetzt der Ronny ist, ob das der Fred ist, ob das der Bernd ist oder ob das ich bin oder ja, komplett wurscht. Mit uns kann man halt einfach reden und wir nehmen uns, glaube ich, auch wirklich die Zeit mit den Besuchern oder Besucherinnen vor Ort zu sprechen. Wir nehmen uns wirklich Zeit, auf Kritikpunkte in den Medien zu antworten. Und ich glaube, das spielen jetzt speziell jetzt einmal die österreichischen Besucher und viele davon kennen uns ja oder irgendeinen von uns persönlich, haben einen persönlichen Bezug zum Veranstaltungsteam Kaltenbach Open Air. Und ich glaube, das merkt man einfach. Und ich denke jetzt auch zum Beispiel jetzt in dieser Gesprächsrunde, die wir da führen, dass wir wirklich jetzt nicht die sind, die jetzt da irgendeinen Bullshit daher erzählen, sondern wirklich einfach drüber reden, wie es wirklich zugeht. Und wir versuchen, Themen rund ums Kaltenbach Open Air einfach offen und ehrlich zu beantworten und auch die Leute drüber zu informieren. Das, denke ich, ist noch ein Thema, warum das Kaltenbach Open Air vielleicht auch diesen Ruf oder diesen Status hat. Das es hat, weil umsonst, du hast es auch schon gesagt, Sabine, 17 Jahre ein Festival in Österreich hat es, glaube ich, noch nicht gegeben. Also alles kann man nicht falsch machen. Und, vor allem in dem Extremsektor, ne? Das in dem auch, Extremsektor, ja. Auch, weil irgend so ein Wischiwaschi gefällt allen und drei noch mehr. Ja, wir reden da über Metal. Wir reden da über Metal-Festival. Ja, aber trotzdem muss man das einmal durchhalten, ne? Ja, und warum internationale Gäste, da möchte ich gerade auf deinen Hintergrund, Bild Sabine, kommen, ja, schaust da an. Und ich denke, dass man so eine Kulisse nicht oft in oder auf europäischen Festivals geboten kriegt. Es gibt viele wunderschöne Festival-Locations, auch in Österreich, Sieg Midsummer zum Beispiel, super geile Location, ist Area 53 oder eine super geile Location, aber die sind anders wie das Kaltenbach Open Air. Und wenn man das halt einfach mag, ne, dass man halt auf ein Festival geht, das halt wirklich mitten in der Natur stattfindet, hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Nachteile halt manchmal halt in Sachen Infrastruktur, die halt nicht möglich sind. Aber ich denke halt viele Vorteile, was halt die Kulisse anbelangt. Und es gibt halt einfach der Platz bei uns her und auch die Limitierung, die wir nun einmal haben, dass das Ganze halt klar und familiär bleibt. Und ich denke, dass das halt auch international sich schon inzwischen herumgesprochen hat und noch immer herumspricht, dass das durchaus ein Festival ist, auf das man fahren kann, Spaß haben kann, manche Sachen nicht so eng gesehen werden wie auf andere Festivals.
ist auch wieder ein Thema, was halt natürlich mit uns als Veranstalter zum Touren hat. Ne? Wir sind selber Festivalbesucher, wissen, was halt manche leider am Arsch geht und versuchen das halt bei uns halt so wenig wie möglich zu bringen. Und auch, was der Ronny angesprochen hat, dass man trotz allem der Thema Teuerung noch immer versuchen, ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Und das, denke ich, sind halt so auch Gründe, die damit dazu tun haben, warum das Kaltenbach Open Air eigentlich relativ stabil dasteht. Und Merchandise anzusprechen, ja, wir haben heuer wieder ein bisschen was vor. Wird nicht so ausarten wie letztes Jahr, weil wir ja letztes Jahr doch ein Jubiläum zum Feiern gehabt haben. Oder vor 2 Jahren ein Jubiläum zum Feiern gehabt haben. Aber es wird heuer auch wieder ein, zwei Specials geben, die wir uns einfallen lassen haben im Hinblick auf limitiertes Merchandise. Geheimnis. Vor allem die Trinker unter euch wird es gefallen.